Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sound Design. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man eine coole Trance Soundlead erstellen kann und das Ganze mit dem FreeVST Synthesizer Vital. Und legen wir los. So, da wären wir mit dem Preset, das wir gleich erstellen möchten. Aber zuerst hören wir einfach mal hinein. Das hört sich erstmal so an. Ganz okay. Und wenn wir es abspielen, ich habe hier oben schon mal einen ganz kleinen Loop gebaut. Klingt das Ganze schon ziemlich fett. Fangen wir jetzt an, unser Preset zu bauen. Dafür gehen wir auf die Optionen und sagen Init Preset, um alle Werte zurückzusetzen. So, nachdem wir alle Werte zurückgesetzt haben, gehen wir zuerst in diesen Oszillator 1 hier. Der ist ja schon ausgewählt, dann gehen wir auf diese Presets und dann auf Classic Fade. Machen hier nochmal zu. Dann gehen wir in diesen Frame Regler und ändern die Wellenform ein wenig. Gehen hier ein bisschen nach oben, so auf 17, 18 ungefähr. Dann ist diese Wellenform so leicht angeschrägt. Klingt dann so. Dann gehen wir in den Unison Tab. Also wie viele Stimmen möchte mir der Liedmelodie geben? In meinem Fall gebe ich hier mal 16 drauf, also volle Kanne. Könnt ihr natürlich auch mehr oder weniger nutzen, was euch gefällt. Im nächsten Schritt gehen wir in den Detune der Unison Einheit. Also wie verstimmt soll die Lied klingen? Hier stellen wir einmal 5% ein. Im nächsten Schritt aktivieren wir den Oszillator 2. Hier ist schon eine Saw ausgewählt, aber ich möchte gerne eine andere nutzen. Dafür gehen wir wieder auf die Presets und auf Basic Shapes. Und jetzt ziehen wir diesen Frame-Regler so weit nach oben, bis eine Saw entsteht. Wunderbar. Klingt so? Klingt trotzdem noch etwas trocken, deswegen geben wir nochmal ein paar Stimmen drauf. Also im Unison-Tab einfach ganz nach oben 16 Stimmen. Den Detune der Unison-Einheit lassen wir und routen das Ganze zum Filter 1. Kommen wir aber gleich dazu. Als nächstes möchten wir den Ton formen. Das machen wir mit dem ENV 1 hier oben. Hier unten stellen wir folgende Werte ein. Delay komplett auf 0. Attack lassen wir. Hold auch auf 0. Den Decay-Regler, den drehen wir etwas zurück. So auf 0.25. Den Sustain-Regler auf 0.470. Und den Release fast zurück auf 0.51. Als nächstes aktivieren wir den Filter 1 hier unten. Dann nehmen wir das Preset Analog 24 dB. Hier geben wir zuerst mal ein bisschen Drive drauf, dass das schön angewärmt ist, so ungefähr 5 dB. Dann gehen wir in den rechten Regler und die Resonanz stellen wir mal so auf 1-2%, dass wir eine schön gerade Linie haben. Klingt jetzt noch ein bisschen muffig, aber ich zeige euch gleich was. Als nächstes gehen wir den Cut auf und diesen stellen wir auf minus 5 Semitones. So, als nächstes routen wir den LFO 1 hier mit dem Cut auf vom Filter 1 zusammen. Diesen drehen wir voll rein. Und zwar passiert hier folgendes, und zwar der LFO 1 steuert später den Filter 1. Und deswegen müssen wir dem LFO 1 jetzt eine Form geben, wie der Filter zu spielen hat. In meinem Fall gehen wir hier unten auf Mode und sagen Envelope. Die Frequenz bei 1:2 lassen wir und den Smooth drehen wir komplett zurück. So, wenn wir jetzt den Loop abspielen, sehen wir, dass der LFO 1 nur bis ungefähr zum ersten Crit geht. Nehmen wir den Nupsi, ziehen ganz nach links oben, erstellen einen weiteren durch einen Doppelklick und ziehen den zweiten hier hin. Und das Ganze klingt dann so. Sehr nice. Das Ganze können wir noch ein bisschen anpassen, und zwar, wenn wir die Kurve etwas nach oben ziehen. Hier müsst ihr einfach einen guten Sweet Spot für euch finden. Aber warum jetzt die ganze Arbeit mit dem LFO? Ganz einfach. Und zwar können wir jetzt mit diesem Filter hier steuern, ob die Plugs etwas dumpfer, zurückhaltender klingen, zum Beispiel wie in meinem Intro, oder voll durchschlagen im Drop. Ich zeige euch das mal. Jetzt einfach den Filter zumachen. Doch ganz einfach ein FL-Studio einbinden oder eine ganz andere DAW. Wenn dann der Drop kommt, könntest du langsam aufbauen lassen. Da das aber noch nicht richtig geil klingt, brauchen wir jetzt Effekte. Dafür gehen wir jetzt hier oben auf den Effekt-Tab. Dann laden wir uns einmal Distortion. Ich ziehe mir das immer ganz nach oben.
Typ Softclip ist gut, dann den Filter auf Pre. Ich stelle mir folgendes ein, einmal den Blend ganz nach rechts. Wir wollen nämlich nur die Höhen boosten, die Resonance ein bisschen nach unten, dass das eine schön gerade Kurve ist und den Cutoff etwas zurücknehmen. Als nächstes nutzen wir einen Chorus-Effekt. Der ist in der Regel ganz geil, aber oft zu viel. Ja, ihr merkt's. Deswegen gehen wir erstmal mit dem Mix zurück, so auf ungefähr 13%. Als nächstes möchten wir den Ton noch so ein bisschen definieren, indem wir könnt ja auch über diese Grafik gehen, den so ein bisschen eindämmen, dass die Tiefen komplett weg sind, die Mitten geboostet und ein bisschen die Höhen. Den Cutoff habe ich auf 94 und den Spread auf 0.3. Klingt dann so. Als nächstes nutzen wir noch etwas Delay. Hier gehen wir in den Modus Stereo oder Ping-Pong, was euch besser gefällt. Ich nehme Ping-Pong, die Frequenz 1:8 auf beiden Ohren. Hier geben wir zuerst ein bisschen mehr Feedback drauf, so 75%. Als nächstes wollen wir die Frequenz wieder wie beim Chorus ein bisschen eindämmen. Sollte ungefähr gleich aussehen. Ein bisschen weniger Spread, ein bisschen weniger Cutoff. So sieht es doch sehr nice aus. Klingt schon geil, aber der Mix ist viel zu viel. Viel zu viel Delay, deswegen ein bisschen reduzieren. Ja, 13% ist okay. Könnt natürlich auch ein bisschen mehr drauf geben, wenn es euch gefällt. Aber Vorsicht! Sehr nice. Wer möchte, kann jetzt noch einen Phaser oder einen Flanger nutzen. Ist Geschmackssache. Ich nutze hier einen Phaser. Wenn der voll drin ist, klingt der so. Würde schon gut passen, aber der Mix ist hier viel zu viel. Frequenz 8:1 ist okay. Und im Mix geben wir mal nur so ganz zarte 5% drauf. Können auch ein bisschen mehr geben. Wenn ihr aber zu viel drauf gebt, geht der Ton so ein bisschen flöten. So, als nächstes nutzen wir noch etwas Reverb. Hier finde ich die Standardausführung des Reverbs schon sehr, sehr nice. Plus der Reverb-Mix ist viel zu viel. Ich würde hier mal auf 16% gehen, vielleicht auf 15. Sehr, sehr nice. Und zum Schluss einen Equalizer, um den Ton so ein bisschen zu individualisieren, sag ich immer. So, zuallererst brauchen wir einen Highpass-Filter, dass wir diese ganz tiefen Frequenzen, die stören, wegkappen. Einfach draufklicken, die Resonance ein bisschen gerade machen, dass wir so eine gerade Linie haben. Und den Cutoff gehen wir ein bisschen zurück. Sollte man nicht zu viel abschneiden, so 36.8 Semitones. Dann gehen wir in die Mitten. Die können wir noch ein bisschen boosten, so 2 dB. Den Cutoff fahren wir ein bisschen zurück. Ja, so ist okay, 74. Und etwas an der Resonance spielen, machen wir hier so 5. Dass wir so eine kleine Beule haben. Und diese Beule geht dann in die Höhen über. Diese können wir natürlich sehr, sehr stark boosten, aber auch hier Vorsicht, nicht zu viel. Die Resonance manchmal komplett weg. Boost hier ungefähr 7, vielleicht auch 8 dB. Und den Cutoff stellen wir mal auf 103. Und dann klingt das Ganze so. Sehr, sehr cool. Und wenn wir hier zurückgehen und an dieser Filterautomation spielen, haben wir einen sau coolen Effekt. Sehr, sehr gut geeignet für Intros. Hervorragend. So Leute, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Preset gefällt euch. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie solche Trance-Melodien entstehen, klickt mal hier oben auf die Infokarte. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.